Hallo, ich bin Jasmin Lanz und ich habe mich entschieden, nach dem Gymnasium eine verkürzte Lehre zu machen. Und zwar mache ich die Lehre als Kauffrau hier in Rafag Zuttwil in der Metallbranche im E-Profil. Wenn ein Kundenauftrag zur AFA kommt, muss er zuerst im System erfasst werden und die entsprechenden Details müssen auch abgemacht sein. Der Auftrag wird anschließend gedruckt und an die Konstruktion weitergegeben, damit die entsprechende Technik für die Weiterverarbeitung erstellen können. Ich bin Michael und ich mache hier in der AFA die Lehre als Konstrukteur EFZ. Und die Lehre habe ich ausgewählt, weil sie dir extrem viele Möglichkeiten bietet, wenn sie abgeschlossen ist und weil mir vor allem einfach das Zeichnen am Computer gefällt. Die Zeichnungen werden nach der Vorgabe im CAD-Programm erstellt und zusammen besprochen. Wenn alles korrekt ist, werden sie aber in die Werkstatt gegeben, wo unsere Polymechaniker-Lehrlinge das Teil nachher herstellen. Ich heiße André Lanz, mache die Lehre als Polymechaniker in Rafag. Und mir gefällt der Beruf, dass ich etwas Praktisches ausüben kann und gleich mit der Maschine und mit dem Computer zusammenarbeiten kann. Anhand der Zeichnung wird das Teil auf dem Computer programmiert, dass ich dann das Teil auf der Fräsmaschine herstellen kann. Anschliessend kommt das Teil in die Montage, wo es zu einer fertigen Anlage verbaut wird. Ich heiße Janik Gerber und mache meine Ausbildung als Konstrukteur. Ich bin gerade im vierten Lehrjahr und mache momentan mein Praktikum in Montage, um den Bezug zu bekommen zwischen Theorie und Praxis. Wird die gesamte Anlage vom Kunden abgenommen und wenn er sein Okay gegeben hat, wird sie auf die Spedition gebracht und dann später mit den nötigen Dokumenten weiter zum Kunden geschickt. Im Büro werden unterdessen Lieferschein und Rechnung erstellt. Anschließend wird das fertige Produkt mit entsprechenden Dokumenten in die Logistik gebracht.